Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir alle kennen das Sandmännchen und El Bundy. Und genau an diese beiden musste ich als erstes denken, als ich den Antrag der CDU-Fraktion las. Das Sandmännchen streut, begleitet von einer liebevollen Gute-Nacht-Geschichte, Sand in die Augen der Kinder. Allerdings meint das Sandmännchen es gut. Denn es möchte, dass die Kinder mit schönen Träumen unaufgeregt einschlafen. Die CDU streut auch Sand in die Augen, und zwar in die Augen der Lehrkräfte. Aber nicht gut gemeint, sondern um sie in die Irre zu führen, um ihnen vorzugaukeln, es gäbe ausreichend Lehrkräfte, die sofort eingestellt werden könnten, um die versprochene zweistündige Entlastung tatsächlich zu gewähren. 980 zusätzliche vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte wären nötig, um diesen Vorschlag umzusetzen. 980 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer, zusätzlich zu den 674 notwendigen Einstellungen zum Schuljahr 23/24, zusätzlich zu den 677 notwendigen Einstellungen zum Schuljahr 24/25, zusätzlich zu den 638 notwendigen Neueinstellungen im Schuljahr 25/26, zusätzlich zu den 7000 Neueinstellungen in den kommenden Jahren, zusätzlich zu den 1000 Stellen, die die rot-rote Landesregierung mit großer Kraft innerhalb von 5 Jahren schaffen, besetzen und sichern wird. Dieser Antrag ist im Gegensatz zur Gute-Nacht-Geschichte des Sandmännchens eine Seifenoper. Alles ist machbar, alles ist umsetzbar, seicht an der Oberfläche, ohne jeglichen Tiefgang, ohne ernstzunehmende Handlung. Denn Seifenopern stellen ja nicht die tatsächlichen Ereignisse in den Vordergrund, sondern in die handelnden Personen, die ganz schlicht in trivialen Erzählungen gefangen sind. Und so auch hier. Denn die für diesen Schritt notwendigen 980 Lehrkräfte, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Sie gibt es nicht in Mecklenburg-Vorpommern, sie gibt es nicht in Bayern, sie gibt es nicht in den 14 anderen Bundesländern. Und besonders irreführend ist es ja, diesen Antrag zu stellen, obwohl jede und jeder weiß, dass es diesen gravierenden Lehrermangel gibt. Ob es die Klemm-Studie ist, ob es das neue Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission ist, ob es die aktuelle Ausgabe des Deutschen Schulbarometers ist. Massiver Personalmangel überlagert Probleme und Sorgen der Schulen, so die Kernaussage des Schulbarometers. 67% der Schulleitungen führen dieses riesige Defizit an Lehrkräften als größte Herausforderung, als größtes Problem an. Auch Frau Wegner von Bündnis 90 Die Grünen betont, dass aus ihrer Sicht ein anderes Einstellungsverfahren nichts daran ändert, dass es einfach zu wenige Lehrkräfte gibt. Das mit den Einstellungsverfahren ist zwar nicht richtig, aber die Aussage zum Lehrkräftemangel stimmt, Frau Wegner. Und selbst die CDU als Übermittlerin dieser Botschaft verdeutlicht, dass sie ihren eigenen Antrag nicht ernst nimmt. Denn ein Blick in den Herbst 21 verdeutlicht es. Hier erklärt die CDU in der VBE-Zeitschrift auf die Frage, Lehrkräfte arbeiten seit Jahren am Limit der zeitlichen Belastung. Was planen Sie, um diese Situation zu verbessern? Ich zitiere die Antwort. Entscheidende Entlastung ergibt sich vor allem aus zusätzlichem Personal. Hierfür setzt sich die CDU-MV entschieden ein. Anschließend ist über weitere Entlastungsstunden nachzudenken. Ende des Zitats. Das heißt, Sie wissen es selbst, Sie handeln wider Ihres eigenen Wissens und das nennt man populistisch. Applaus
Sehr geehrte Damen und Herren, warum musste ich nun an El Bandi, den Schuhverkäufer, denken? Er hatte eigentlich nie Geld, verdient sehr wenig, die Familie ist hoch verschuldet, er ständig pleite, aber am Montag verschenkt er regelmäßig ungedeckte Schecks, und zwar an die ganze Familie. Und das macht auch die CDU. Denn zusätzlich zu den 200 Millionen, die sie im Rahmen der Haushaltsverhandlungen für die weitere Ausgestaltung des Kiefögs verlangte, fordert sie nun 200 Millionen Euro für die Gewährung der beiden Entlastungsstunden. Denn 200 Millionen Euro würden diese 980 Lehrkräfte allein bis zum Ende dieser Legislaturperiode kosten. Jedes Jahr mehr als 80 Millionen Euro, die CDU nicht hat. Und das weiß sie auch ganz genau. Und auch das ist Irreführung. Denn hätte sie eine nie versiegende Quelle, würde sie sie ja im Antrag benennen, so wie es üblich und redlich ist, wenn man Forderungen in dieser gigantischen Höhe stellt. Also wie bei El Bandi, ungedeckte Schecks, die hier vergeben werden. Aber einen... Aber einen großen Unterschied gibt es allerdings. Die Bandis waren eine schrecklich nette Familie. Das Agieren der CDU-Fraktion ist einfach nur schrecklich. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, den Lehrerinnen und Lehrern für ihre aufopferungsvolle Arbeit, für ihr großes Engagement zu danken. Und es tut mir aufrichtig leid, dass die CDU versucht, sie an der Nase herumzuführen. Ich weiß aber auch, dass es bei den Lehrkräften nicht verfangen wird, weil sie jeden Tag merken, was es heißt, mit Vertretungsunterricht, Mehrarbeit und Stillbeschäftigung umgehen zu müssen. Und die Lehrerinnen und Lehrer wissen ganz genau, dass sie diese von der CDU versprochene Absenkung der Unterrichtsverpflichtung am Ende als Mehrarbeit leisten müssen, als zusätzliche Mehrarbeit. 24 Stunden jede Woche oder umgerechnet in Schulen würde es heißen, dass 40 Schulen gar keinen Unterricht mehr anbieten könnten, weil die 1000 Lehrkräfte, die hier versprochen werden, ja gar nicht da sind. Und niemand wird den Lehrkräften das vormachen, denn sie wissen ganz genau, dass es derzeit keine zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrer gibt für diese beiden versprochenen Entlastungsstunden. Sie wissen auch, dass es in jedem Bundesland diese großen Sorgen gibt, im Übrigen unabhängig vom Gehalt und der Anzahl der Unterrichtsstunden. Und Sie wissen auch, dass Sachsen-Anhalt die Unterrichtsverpflichtung erhöht, dass es etliche Bundesländer gibt, die gerade die Teilzeit reduziert haben oder sie gänzlich abschaffen. Das alles tun wir nicht. Und selbstverständlich wissen die Lehrerinnen und Lehrer auch, dass die Landesregierung alles unternimmt, um weitere Lehrkräfte einzustellen, um wenigstens die Lücke zu schließen. Sie wissen, dass wir mit unseren neuen Einstellungsverfahren, mit einer straffen Zeitplanung für das Bewerbungsverfahren, mit exakten Regelungen der Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu den einzelnen Gruppen, mit der sofortigen Einstellung von Referendarinnen und Referendaren ohne Bewerbung, mit den Doppelbesetzungen, mit vorfristigen Stellenbesetzungen, mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz, mit der Reform der Seiteneinsteigerausbildung, mit den verbesserten Ausbildungsbedingungen, mit den 4 Einstellungsterminen für Referendarinnen und Referendare, mit der ganzjährigen Einstellung von Lehrkräften, mit dem Zuschlag für Referendare, die im ländlichen Raum unterrichten, mit der Lehrerwerbekampagne, mit der Lehrerlandpartie und mit der Einführung des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes. Alles dafür tun, um die Lehrkräfte zu finden, die die ausscheidenden Lehrerinnen und Lehrer ersetzen. Sie wissen, dass wir alles dafür tun, den Lehrkräftemangel zu verringern. Und die Lehrkräfte wissen auch, dass in den vergangenen Jahren bereits entlastende Maßnahmen ergriffen wurden und die Landesregierung sie sehr wohl auch gegenwärtig entlastet.
Ob es die vorgezogenen Altersanrechnungsstunden sind, die ab kommendem Schuljahr wesentlich früher gewährt werden und damit die Entlastung auch früher spürbar wird. Ob es die Vereinheitlichung und Entbürokratisierung der gesamten schulischen Abläufe ist oder die Einstellung externer Vertretungskräfte oder die Einstellung von Alltagshilfen oder die Bereitstellung von zusätzlichen Vertretungslehrerstellen oder die zusätzlichen 150 Stellen für die Berufsschulen. Ob es die Förderprogramme für Leihgeräte für Lehrkräfte sind oder die Finanzierung der IT-Administratoren durch das Land oder die Bereitstellung digitaler Unterrichtsmedien oder die Angebote der digitalen Landesschule. Ob es die Entlastung von Schulleitungen an Berufsschulen durch die eingestellten Verwaltungskräfte ist oder die Weiterentwicklung und der Ausbau des Unterstützungssystems des Zentralen Diagnostischen Dienstes mit 36 zusätzlichen und auch tatsächlich besetzten Stellen oder der Aufbau des Unterstützungssystems für Schulen in der Elternarbeit. Ob es die Entlastung der Lehrkräfte an Gymnasien und Gesamtschulen mit ca. 60 Stellen zusätzlich ist, um weitere Anrechnungsstunden für die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe zu ermöglichen. Oder ob es die zusätzlichen 45 Stellen für unterstützendes pädagogisches Personal an Brennpunktschulen ist. Und hier hören wir natürlich nicht auf. Wir werden weitere Entlastungen gewähren. Wir werden weiterhin zusätzliche Lehrkräfte einstellen, damit wir in den kommenden Jahren schrittweise auch die Unterrichtsverpflichtung senken können. Das funktioniert aber nur im Zusammenspiel mit Partnern, mit Ehrlichkeit, mit Sachverstand und mit Kompetenz, aber nicht mit ungedeckten Schecks, nicht mit Vortäuschen falscher Tatsachen und auch nicht mit Populismus.